Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar sitze ich da schon mal auf einem Mount, was ja quasi damit inbegriffen ist. Das ist dieses Inferno-Panzerdon, was man über M Plus bekommt. Und ja, diese Season wollte ich mal was ausprobieren. Ich habe ja die letzten Seasons immer random M Plus gespielt, was relativ zeitintensiv war. Und ich wollte diese Season mal gucken, dass ich maximal Zeit ins Collecten stecken kann und dementsprechend so ein bisschen schauen kann, dass ich mir die anderen Sachen möglichst zeiteffizient hole. Was heißt zeiteffizient? Naja, man bezahlt halt andere Leute, dass sie ein Stück der Arbeit abnehmen. Und dementsprechend habe ich mir dieses Mal die 20er Keys direkt gekauft, ohne dass ich vorher irgendeinen Key gespielt habe. Ich habe die ganze Season nichts gemacht, habe quasi mein Gear aus letzter Season original so gehabt. Habe jetzt vor 2-3 Wochen war das, mir die 20er Keys gekauft. Eigentlich war der Plan, bis zum Ende der Season zu warten, weil klar, die gehen natürlich immer weiter runter. Jetzt hatte ich so eine kleine Kooperation mit ja, so einer Discord-Gruppe und die haben mir das relativ günstig angeboten. Und zwar habe ich für alle 8 20er-Keys, alle in Time, 1,2 Millionen gezahlt, was ehrlich gesagt ein echt super Preis ist, kann man nichts sagen. Warcraft Merchants heißen die übrigens, falls ihr da auch gucken wollt. Ich habe es im Discord auch verlinkt gehabt. Die haben mir jetzt auch ein paar Keys, vielleicht habt ihr es im Stream gesehen, gestellt gehabt für ein paar Normal Runs zum Verlosen. Bin da auch ab und an mitgegangen und die haben mir halt dann einen super Preis gemacht, weil ich da mit dem so eine kleine Kooperation am Laufen habe. Genau, dementsprechend habe ich die ganze Season keinen Plus gemacht. Die 8 Keys haben eigentlich wunderbar geklappt. Und dementsprechend habe ich das Mount und, ja, wie ihr seht, die ganzen 20er in Time. Was dann natürlich auch mit dazu kommt, sind dann die Ports. Halt, da sind wir falsch, hier sind wir. Also diese Ports, ne? Und was ich natürlich nur machen musste, ich war dann nur auf 2200 irgendwas, ich musste dann halt noch dementsprechend jeweils einen Zweit-Key laufen, ne? Man hat ja dann immer nur einen Key. Und da bin ich dann einfach random, habe ein paar 17er gemacht, die waren auch relativ einfach. Die zu machen, war zwar vorher noch in keinem einzigen Key selbst wirklich drin in der Season, aber ein bisschen was wusste ich noch von damals und die waren relativ easy machbar, die 17er Keys. Ich glaube, die Season ist allgemein leicht, hätte man das Ganze sich random erspielen können, mit Sicherheit. Ich habe ja sowohl in Legion, BFA und Shadowlands die 20er immer in Time random gemacht, das hat alles funktioniert. Es ist halt zeitintensiv, dann die Keys hochzuspielen mit den Randoms, dann machen die wieder irgendwas und so. Und ich muss ehrlich sagen, die Keys für einen halbwegs günstigen Preis zu kaufen, sonst keine Zeit rein zu investieren, war tatsächlich vom Zeit-Nutzen-Verhältnis eine sehr gute Idee und wahrscheinlich werde ich das die nächsten Seasons auch wieder so machen, weil das Gold habe ich wesentlich schneller zusammengefarmt, als bis ich random meine ganzen Keys hochgespielt habe. So ist es. Mir macht zwar im Plus-Spielen schon Spaß, zumindest in den Fällen, wenn man nicht in Gruppen ist, wenn Leute ganz komische Sachen machen, um es noch nett zu sagen, aber mir macht das Collecten mehr Spaß und dann kann ich quasi mehr Zeit fürs Collecten verwenden, als mich dann in irgendwelchen M-Plus-Gruppen rumzuärgern. Genau, deswegen so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dieses Mal das so ausprobiert habe und war eigentlich relativ erfolgreich, muss ich sagen. Also ich glaube, Zeit-Nutzen-Verhältnis ist auf jeden Fall gegeben. Und ja, genau, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Also 1,2 Millionen habe ich da reingebuttert und dann halt noch 6 Keys habe ich dann nochmal auf einem 16er, 17er Niveau danach selber quasi spielen müssen, was ich halt an Zeit dann noch berappen musste, aber da war es egal, ob die in-time oder nicht in-time waren, weil ich bloß noch diese Zweitpunkte brauchte. Genau, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Waste-Video, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tyler, bis zum nächsten Mal, ciao!